Servus, grüezi und hallo zu einem neuen Let's Play hier bei Miserable Wirklich Let's Plays. Und zwar schauen wir uns hier mal Hospital Tycoon an. Profil ist angelegt. Ich würde sagen, dann legen wir mal los. Und zwar im Story-Modus. Ihr seht, wir haben hier drei Serien gleichzusetzen mit quasi drei verschiedenen Krankenhäusern, drei verschiedenen Settings, unterteilt in je vier Kapitel. Würde ich sagen, wir fangen mal mit Serie 1 Kapitel 1 an und klicken hier einfach mal auf OK. Tja, sehr lustiger Ladebildschirm mit dieser Spritze, die aufgezogen wird. Ja, und hier sehen wir jetzt schon mal ein paar Bilder von unserem Krankenhaus aus Serie 1, welches wir über die ersten vier Kapitel bespielen werden. Erinnert ein bisschen an die Oper von Sydney, würde ich mal sagen. Ja, so ein klein wenig jedenfalls. Was noch dazu zu sagen gibt, es wird kein Spiel sein, das wir blind spielen. Ich habe also schon mal ein bisschen reingespielt. Um zu sehen, wie das Ganze so läuft. Auch ein nettes Intro. Willkommen in der Professor Brinkmann Klinik. In diesem futuristischen Krankenhaus wird auch die seltenste Krankheit von wunderschönem Personal... Ach, ich lese es am besten selber. Das geht mir ein bisschen zu schnell hier. Ja. So, hier die Einleitung gibt doch schon einen schönen Überblick über die verschiedenen Räume. Eben wie vorher Untersuchungsraum, Apotheke, Toilette, Personalraum. Und wie ihr gerade eben, hoffe ich mal, gehört habt, unterhalten wird sich hier eigentlich wie bei Die Sims. So, das war das Intro. Und dann legen wir jetzt mal los. Aha, Sie sind also mein Nachfolger. Na, lieber spät als nie, nehme ich an. Besorgen Sie erstmal einen neuen Empfangstisch. Der alte ist nämlich irgendwie verschwunden. Ich bin gleich zurück. Aber mein Pager hat gerade geklingelt und ich muss einer der Schwestern unter die Arme greifen. Verschwunden? Ein Empfangstisch? Unter uns. Das ist einer der Gründe, warum er abgelöst wird. Und wenn du mich fragst, ist sein Pager der zweite Grund. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Nancy. Ich war seine Assistentin. Schön, dich kennenzulernen, aber jetzt sage ich dir erstmal, wie der Laden hier läuft. Kümmern wir uns zuerst um den verschwundenen Empfangstisch für Miss Belling. Sonst können wir keine Patienten aufnehmen. Klicke dazu auf den blinkenden Ausrüstung-Baum-Button. Das wäre hier dieser. Und hier seht ihr so vier Bereiche. Der medizinische Bereich. Jetzt allerdings noch nicht allzu voll. Dann Mobiliar. Halt Wartebereich, so diese Stühle hier. Abfalleimer, Toilettenartikel, also Waschbecken, die Toiletten selber, Handtrockner, diverse Tische, Schreibtische, Sofas,
Bücherregale, Aktenschränke. So, aber jetzt bauen wir mal den Empfangstisch hier hin. Ich werde jetzt das hier nicht lesen. Wenn es euch interessiert, dann könnt ihr ja gerne auf Pause drücken. Sonst zieht sich das unnötig in die Länge. So. Aha. Was zu essen möchten die lieben Leute also auch noch? Kein bisschen anspruchsvoll. Gut, gut, gut. Gemeint sind jetzt die hier. Snackautomat, Getränke und Kaffeeautomat. Und wo platzieren wir die wohl am besten? Sehr gute Frage. Ah, wir machen die. Die machen wir wohl. Ja, irgendwo an der Wand wäre das nicht verkehrt. Oder aber. Wir bauen das ganz geschickt. Hier in dem Bereich. So. So. Dann haben wir hier ganz sicher schon mal genug Angebote. Und hier seht ihr bei diesem Pokal auch die Aufgabenliste. Ich baue mindestens zwei Verkaufsautomaten, war jetzt das von vorher. Und das mit dem Empfangtisch war ja die erste. Und jetzt baue ich mindestens drei Mülleimer. Gut, Mülleimer finden wir hier im Mobiliar. Und mit der Shift-Taste sollten wir also gleich mehrere aufstellen können. Gut. Machen wir mal hier. Drei Stück. Erledigt. So. Das sind so Zwischensequenzen. Hier Dr. Rick Steele. Dann geht's weiter. Gut, folgen wir mal einem Patienten. Einmal mit links. Ja. Einmal linksklick auf den Patienten und dann sehen wir Prozesse. Die Aufnahme hier am Empfangstisch. Und sobald es erledigt ist, gibt es hier ein rotes Häklein. Jetzt geht's auf zur Untersuchung. Hier haben wir Informationen. Ben Chen, der hat eine Mikrowellenmigräne, ist mit unserem Krankenhaus 64% zufrieden. Die aktuelle Zeit, die er bei uns im Krankenhaus schon verbracht hat. Und das wäre die erwartete Behandlungsdauer. Hier Gesundheit, 27%, also nicht unbedingt rosig. Hier hat man dann noch die Möglichkeit, in die Ego-Perspektive zu wechseln. Das machen wir jetzt gleich mal. Da sieht man es mit den Augen der ausgewählten Person. Und so kann man dem Charakter einfach folgen. Hier sieht man auch die Zufriedenheit, 47%. Ein guter Mittelwert.
Hier die Gesundheit, die 27%. Hier auch in Form dieses Herz. Da schauen wir uns nachher nochmal an. Unsere erste Diagnose. Klicken wir mal drauf. Okay, hier in diesem Heliofax sehen wir die aktuellen Krankheiten, die bereits bei uns in der Klinik waren. Aktuell ist der Status hier noch auf unbehandelbar, weil uns in der Apotheke noch ein Medikamentenkühlschrank fehlt. Deshalb gehen wir jetzt hier mal raus. Wechseln in die Apotheke, die wir hier hätten. Gehen hier in Ausrüstung bauen Monitor auf medizinische Geräte. Und hier haben wir den Medikamentenkühlschrank. Welchen wir natürlich sogleich auch hier hinstellen werden. So. Gut. Nehmen wir uns mal den Patienten zur Brust. War eh derselbe, den wir vorher schon hatten. So, jetzt sehen wir, Untersuchung ist erledigt. Jetzt bekommt er eine Cereoprofit-Injektion. Gut, das dauert noch ein bisschen. Nummer 1 in der Warteschlange. Also, wir waren ja da bei dieser Gesundheitsanzeige. Wenn die bei 0 ist und zu lange bei 0 bleibt, dann stirbt der Patient. Wir haben hier unten die Anzeige Patienten in der Klinik. Die obere Anzeige, diese orange, ja, sollte orange sein. Aktuell 2 Patienten. Und dann haben wir hier dieses rote Männchen 0. Und das rote Männchen steht dann für die Verstorbenen. Also für die Verstorbenen bei uns in der Klinik natürlich. Sollte man möglichst bei 0 halten, weil kommt nicht so gut, wenn einem da die Leute wie Fliegen wegsterben. So, ja, den ersten Patienten haben wir geheilt. Okay, gut, das hätten wir erledigt. Dann hätten wir jetzt ja angeblich hier Patienten mit den komischsten und seltensten Krankheiten. Aha, ja. Steve Zui, Leiden unbekannt. Tja. Ja, würde ich sagen, schauen wir mal, was dem so fehlt. Und hier unten bekommen wir immer die neuesten Meldungen. Neben unserem Geld, das wir haben, und der Uhrzeit und dem aktuellen Tag. So, jetzt machen wir hier mal auf Ego-Perspektive. Und schauen uns die Untersuchung einfach mal aus der Patientenansicht an.
Lisa, Na! 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 Aha, aha. So, so, wir bräuchten ein Forschungslabor. So, dann gehen wir jetzt mal dazu über, eine neue Station zu errichten. Dazu schauen wir uns jetzt mal das Forschungsgerät an. Hat eine Größe von 10x10. Jetzt gehen wir in den Krankenhauszimmer-Bauenreiter. Und wir sehen jetzt hier die diversesten Räume. 8x8, 8x12, 12x8, 12x12, 12x16, 16x12. Das Personalzimmer und die WCs. Und da das Forschungsgerät 10x10 misst, sollten wir hier tunlichst einen 12x12er Raum nehmen, den wir jetzt hier vom Eingangsbereich her auch noch ein bisschen drehen können. Also, was natürlich dann nicht funktioniert, ist, wenn man den Eingangsbereich an angrenzendes Zimmer bauen will. So funktioniert das. Und jetzt stellen wir da das Forschungsgerät rein. Platzieren das so. Und schon steht's. Und jetzt haben wir hier nämlich auch ein Schild. Research Lab. So, dann gehen wir mal auf den Krankenhauscomputer und auf den Reiter Personal. Da sehen wir, was für Personal wir bereits haben. Wir haben also zwei Ärzte, zwei Empfangsdamen, zwei Pfleger, einen Pharmazeuten und einen Techniker. Jetzt brauchen wir ja aber noch einen Forschungsmediziner. Und hier sehen wir die diversesten Grafiken. Das mit dem Stern, das zeigt die Fähigkeiten an. Und da sieht man von bloßem Auge, dieser Forschungsmediziner hat mit seinen 15% waren das. Ja, die größte Fähigkeit von den vier verfügbaren Medizinern. Der ist 51% zufrieden, der ist sehr gesellig. Allerdings ist er nicht der fleißigste, wie man hier sieht. Darum ist es eine Überlegung wert, ob man vielleicht nicht besser diesen nimmt, der zwar nur eine Fähigkeit von 12% hat und nur 48% zufrieden ist, aber ein klein wenig weniger gesellig und dafür ein Vielfaches fleißiger als Professor Brahms. Dann nehmen wir doch, ich würde sagen, wir nehmen einfach Professor Gershwind. Und knallen sie hier in ihr Forschungslabor. So, jetzt schauen wir, ob wir hier unseren Patienten von vorhin wiederfinden. Das könnte, glaube ich, sogar der gewesen. Ja, genau, das war der. Und jetzt schauen wir dem einfach mal zu, wie seine Krankheit erforscht wird. Natürlich aus der Ego-Perspektive. Ach, man ist versucht, immer wieder Gesundheit zu sagen. So, rein in die Forschungskapsel. Dann schauen wir uns mal an, was hier drin passiert. Ja,
Ist das wirklich ein Forschungs-Dingsi-Bumsi? Da sieht mir aus wie die Zentrifuge für Arme. Und er dreht sich und er dreht sich und wenn er nicht erbrochen hat, dreht er sich noch immer. So, und wir haben die neue Krankheit erforscht. Schauen uns mal die Heliofax-Karte an. Pharmaziebett, Medikamentenschrank und einen Pharmazeuten. Ausnahmsweise haben wir das schon alles. Ja, machen wir doch gerne. Die Frage ist jetzt gut. Was nehmen wir? Eine zusätzliche Apotheke oder ein zusätzliches Untersuchungszimmer? Schwierige Entscheidung. Wir hätten ja schon zwei Untersuchungszimmer. Ach, nehmen wir einfach nochmal ein Untersuchungszimmer hin. Ach, hier passt keins mehr rein. Also es wird schon noch reinpassen, aber man muss ja nicht unbedingt hier vor die Fensterfront bauen. Na. Eine Apotheke. Eine neue. Ach gut, wobei wir hätten hier ja noch ein drittes Untersuchungszimmer, sehe ich gerade. Von daher. Könnten wir uns vielleicht wirklich eine zweite Apotheke zulegen? Ja. Holen wir uns eine zweite Apotheke. Das kann nie schaden. Und zwar ein. So. Ich glaube, das war. Das müsste auch 8x12 gewesen sein. Genau. Allerdings könnten wir. Nee, bauen wir genau gleich hin wie die andere. So. Gut, wobei die hat den Eingang hier oben, aber das soll uns jetzt nicht stören. Gut, dann gehen wir mal zu den medizinischen Geräten. Dann bräuchten wir hier natürlich einmal einen Medikamentenschrank und einmal einen Medikamentenkühlschrank. Dann stellen wir hier doch noch ein gemütliches Sofa hin. Und einmal so ein lustiges Behandlungstischlein. So. Allerdings, eigentlich sollte man ja hier auch zwei hin. Hinbekommen. Ja, Richtung passt so. Gut. Schauen wir uns schnell an, was hier noch so drin steht. Ja, Bücherregale und ein bisschen Deko-Zeugs. Könnte man sich hier eigentlich auch noch leisten? Jetzt mal hier ein Bücherregal. Und dann hier noch, also man hat schon eine gewisse Auswahl an Dekomitteln. Dann stellen wir hier einfach noch so ein Gemüse hin. So, und vielleicht noch irgendein medizinisches Bild. Vielleicht irgendwie sowas an die Wand klatschen. Wenn es denn geht. Ja, das geht. Sehr schön. So, zweite Apotheke. Bedeutet aber auch einen zweiten. Einen zweiten Pharmazeuten. Schauen wir mal, ob wir da was auf dem Markt haben. Gut, eine faule Socke nur. Aber werden wir wohl nehmen müssen. Ist
stellen wir dem noch einen Pfleger, / eine Pflegerin zur Seite. Da hätten wir jetzt aktuell gerade nur Schwester Niemann. Die ist aber sehr gesellig und auch sehr fleißig, hat aber Fähigkeit von 1, also noch relativ unerfahren. Aber gut, nehmen wir. Und der Behandlungsraum, der schaut gerade nicht so aus, als ob er genutzt werden würde. Setzen wir hier einfach mal einen Arzt rein. Und ersetzen den Metallschreibtisch. Nee, die wollen verkaufen. Durch einen Schreibtisch aus dem medizinischen Reiter. Den müssen wir jetzt mal hier zwischenlagern. So. Ach herrje, da steht auch der Blümlein noch im Wege. So, jetzt dürfte es aber passen. Genau, so. Jetzt haben wir hier nämlich ein Untersuchungszimmer. Und wir schauen, wir brauchen jetzt alle 5 übrigen Patienten zu heilen. Sehr schön. Da sollten wir ja auf einem guten Weg sein. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen beschleunigen. Ja, doch, unsere Apotheken werden rege genutzt. Und wie gesagt, es hat immer so Zwischensequenzen, die unter Umständen doch ganz schön witzig sein können. So, und den ersten Tag hätten wir jetzt abgeschlossen. Und ich würde sagen, Kapitel 2 gibt es dann beim nächsten Mal. Intro ist übrigens immer wieder dasselbe. Das lassen wir jetzt einfach mal schnell durchlaufen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, das neue Let's Play über Hospital Tycoon sagt euch zu. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Also dann, bis dahin, tschüss zusammen und bis dann, euer Mr. Helvetic Let's Plays.